Er lebt noch. Roberto, 53. Roberto ist drogensüchtig, nimmt Kokain seit 35 Jahren. Um im geschützten Raum zu konsumieren, mit sauberem Equipment und beobachtet von Fachpersonal, kommt er regelmäßig hierher, in den Drogenkonsumraum in Düsseldorf. Dass man durch Drogen sterben könnte, blenden die meisten hier aus, sagt er. Jeder sagt zu sich selbst immer, es kann mir nicht passieren. Ja, ich komme schon durch, ich halte schon durch. Und die denken, die haben die Droge unter Kontrolle, aber es ist genau umgekehrt. Die mehr als 2200 Drogentoten im vergangenen Jahr in Deutschland machen auch ihn nachdenklich, den Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Mittlerweile wissen wir eben auch durch die Erfahrungen in der Praxis, dass viele Substanzen billiger sind als manches Glas Bier. Es ist vieles erhältlich, was stark wirkt, was tödlich wirkt und was in vielen Bereichen eben im Mischkonsum ganz schnell zu Todesfällen führen kann. Mischkonsum verschiedener Substanzen parallel. Ein Hauptgrund, warum Menschen 2023 durch Drogen gestorben sind. Und die Drogen, die den europäischen Markt erreichen, sind stärker geworden. Vergangenes Jahr sind zum Beispiel mehrere Menschen gestorben, weil sie den Blue Punisher eingenommen haben. Eine extrem stark dosierte Ecstasy-Pille. Und auch dieser Stoff macht Fachleuten Sorgen. Fentanyl, ein synthetisch hergestelltes Opioid, das stärker wirkt als Heroin. Weil die Taliban den Schlafmohnanbau in Afghanistan beschränkt haben, werde Heroin nun oft mit Fentanyl gestreckt. Überhaupt, globale Entwicklungen wirken sich direkt auf den Konsum in Deutschland aus, beobachtet der Bundesdrogenbeauftragte. Wir erleben seit einigen Jahren vermehrt Kokainauffunde in Europa, in den Häfen. Diese Schwemme von Kokain in Europa hat natürlich Auswirkungen auch auf das Angebot hier. Davon nochmal abfolgend ist natürlich Crack eine besondere Substanz, die für viele erschwinglich ist und in diesem Zusammenhang eben häufig im Mischkonsum eben auch auftaucht und in vielen Städten mittlerweile ein Problem ist. Das zeigt auch die Auswertung zu den Drogentoten von 2023, von denen viele Kokain und Crack konsumiert hatten. Was tun? Fachleute plädieren für mehr niedrigschwellige Angebote, wie zum Beispiel das sogenannte Drug-Checking, wo Menschen Heroin und andere Substanzen vorab auf Stärke und Reinheit testen lassen können. Roberto findet, dass es mehr Drogenkonsumräume bräuchte, wo einem sofort geholfen wird, sollte man umkippen oder Atemaussetzer haben. Hier würde außerdem nicht auf ihn herabgeschaut, sagt er, trotz Drogensucht.